Mesut Özil is watching you. Hallöchen Leute, herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale der Europameisterschaft 2012. Und zwar Deutschland gegen Italien. Ich frage mich gerade wirklich, warum das Benny mich an den Deutschland-Controller gelassen hat, weil ich glaube, ich habe mit Deutschland so gut wie 100% Niederlagenquote. So gut wie. Und es wird auch diesmal bleiben, weil ich Italien 100% Siegesquote habe, so gut wie. Wieso spielt ihr Groß im Sturm? Das frage ich mich gerade. Weil er ein krosser Stürmer ist. Ja, Kross ist er schon gleich ein bisschen, aber ich finde, andere Leute sind krosser. Und natürlich packe ich auch Reus rein für die guten Podolski, Polanski, wie auch immer. Polanski. Auf geht's im Metalist Stadium. Ich denke, Deutschland gegen Favorit? Italien. Ich würde sagen, Deutschland ist Favorit, aber ich glaube, wird ein schwieriges Spiel für Deutschland und ich tippe auf Italien. Ich tippe 2-0 für Italien. Und ich bin der Tippmeister. Ja, das kann man so sagen. Führt ja unser Tippspiel. Falls ihr es nicht kennt, schaut einfach auf unserer Homepage vorbei oder auf unserem Kanal, sind genug Infovideos. Er führt die Tippliste deutlich an. Also Deutschland mit Götze, Özil und Gomez vorne drin. What the fuck, ey? Und Müller auch. Gomez. Noch. Ja, ich spiele mit Gomez. Keine Ahnung wieso. Italien mit guten Spielern. Ja, 11 gute Spieler. Würde ich mal sagen, und der Beste ist. Der Beste ist eigentlich Abate, Montolivi und Casale. Nein. Pirlo. Alle drei von Milan. Weltklasse-Akteure, klar. Pirlo ist der Beste. Ja, Pirlo, De Rossi, Montolivio sind ja, alles gute Leute. Da kann ich rumpassen, ohne dass du den Ball hast. Ah was, ich bin ja locker. Ach was. Unser erstes Halbfinale ging ja, wie ich gesagt, Sieg für Spanien, ganz duselig, spät. Warum war der im Upside? Das war eine klasse Kombination. Ja, dann. Ja, guck mal, wie weit der im Upside steht, also da kann ich echt nicht beschweren. Aber es war eine gute Kombination direkt, das war ein Ausrufezeichen von Italien. Na, Ausrufezeichen war es nicht. Ich kann auch Gomez 3 Kilometer abseits stellen. Warum Deutschland weiß jetzt Bescheid, dass Italien sich nicht hinten reinstellen wird? Es war überhaupt nicht gefährlich, die Chance. Das war ein Ausrufezeichen. Was hat daran bitte schon Ausrufezeichen? Ja, das war direkt mal gefährlich. Wäre dann im Abseits gewesen, was wäre dann los gewesen? Dann ist das hier los. Wow, da ist Hummels. Und Balotelli. Der trifft über das Tor. Und das war jetzt wieder ein Ausrufezeichen. Nee, das war höchstens ein Fragezeichen. Warum, da fragen sich die Fans jetzt nur, warum trifft er nicht? Italien hat schon in echt gegen England nicht so überzeugt bei der Chancenverwertung. Da Deutschland gegen Griechenland jetzt auch nicht überzeugt, kann man das so sagen, aber immerhin haben sie ein paar Türchen reingemacht. Ein paar gegen Griechenland. Nicht so wie Italien, die dann auf das Elfmeterschießen warten mussten, aber ich denke, das gegen englische Mannschaft oft geschenkt. Außer natürlich, man heißt Bayern und hat Schweinsteiger im Kader. Ah, okay, bei Chelsea hat nur ein Engländer geschossen, glaube ich. Nein, Lampard, Cole. Das sind doch keine Engländer. Das sind Engländer. Wie kommst du drauf? Gomez. Oh, Gomez natürlich, der ist scheiße. Klar, dass der Ball nicht kriegt. Cassano gegen Hummels. Cassano oh, gut, gut gemacht. Gomez. Als ob du mit Gomez oder Özil durch meine komplette Abwehr durchkommst. Ja, klar. Müller. Selbst mit 38 Gomez auf dem Platz wird kein Gomez ein Tor schießen. Ach, nee, Gomez tut was Tor nicht. Aber ich hab mal rein. Weil von Punktzahl der Beste schon in FIFA etwas übertrieben ist. Özil! Als ob das Klubschgesicht. Alles Gomez! Gomez! Guck mal! Chili, die wird sich da noch rein. Und Entschuldigung, ich bin da ein kleines bisschen erkältet, deshalb. Erkältet, Mama! Was soll ich tun? Ach, die nächste Chance für Deutschland, Jens Schweinsteiger. Auf Götze. Also, oh, komm! Gegen zwei Italiener hat er nichts mehr zu melden. Der ist jetzt ausgelaufen, sonst wäre er vorbei gewesen. Ja. Also, was heißt vorbei? Hätte er halt seine Drehung hingekriegt. Oh, Marchisio vom Meister Juventus Turin fühlt sich ganz cool. Und Balzaretti legt sich den Ball etwas zu weit vor. Oh, Marchisio setzt sich da gut ein. Cassano. Ah, da wollte ich gerade Ball spielen, den Lauf, aber. Oh, Gomez, lauf doch mal mit, du Spastenkopf, nicht nur vorne drin stehen. Ah, da voll das spannende Finale, voll wenig Großchancen oder so. Özil. Özil gegen Chiellini. Chiellini, klar, dann macht das gegen Özil locker, ist er einer der besten Verteidiger der Welt. Ja, jetzt hab ich aber. Ah, genau, genau. Der schießt den Ball voll ins Aus und Deutschland hat trotzdem Einwurf. Ja, genau. Du brauchst nicht Hardy nachmachen. Nee, ich meine es ernst. Du hast den Ball gerade voll ins Aus reingeschossen. Cassano. Und da ist De Rossi am Ball. Balotelli von Manchester City. Aber Lahm macht das gut. Bislang wenig Chancen im Spiel, aber Spannung ist natürlich da. Ja, klar. Bislang keine Mannschaft, die es hundertprozentig überzeugt kann. Vielleicht Deutschland gerade einen kleinen Tick besser, aber ja. Jetzt nicht unbedingt arg viel mehr als die Italiener. Schweinsteiger und die deutschen Eckbälle und Freischüsse kann man eh in letzter Zeit vergessen, obwohl sie, glaube ich, gegen Griechenland irgendwie getroffen haben. Ja, Schweinsteiger. Was ist aus dem Freischuss jetzt oder aus dem Eckball? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und es ist nur gefallen wegen Torwartfehler, ja. Balotelli und Cassano.
Balotelli! Da kommt der nächste Italiener! Oh, super gemacht von Neuer, obwohl ich Neuer natürlich scheiße finde, aber trotzdem Weltklasse-Parade, obwohl, ja, der Balotelli hat auch mit auf den Tunnel geschossen. Keine großen Probleme für Neuer. Özil. Direkt im Gegenzug. Özil gegen Buffon. Balzaretti mutig. Aber richtig fair. Mutiger Einsatz, aber der Schiri entscheidet kein Foul. Hat ja, glaube ich, auch nicht wirklich richtig getroffen, oder wenn er getroffen hat, dann eben den Ball getroffen. Das Einzige, was ich machen wollte, ist dich blockieren, und das habe ich gut gemacht. Das stimmt ja. Oh, De Rossi kommt dann komplett frei. De Rossi! Aber auch diesmal hadert es wieder bei den Italienern, wie in echt mit der Chancenverwertung. Oh, vielleicht ja. So eine kleine Schwachstelle der Italiener, die bislang bei der Euro richtig gut gespielt hat. Oh, komm, so eine... LOL. Es geht weiter. Aber LOL. Freistoß. Bislang ja gegen Spanien hätten sie viel höher führen müssen, gegen Kroatien hätten sie viel höher führen müssen. Okay, gegen Irland jetzt nicht so, aber gerade gegen England hätten sie auch viel früher das Halbfinale klar machen müssen. Du hattest Vorteil, weil du weitergespielt hast, gab es keinen Freistoß. Do you check that? Ja, ach was, aber warum? Hättest du den Ball dann nicht weggespielt oder hättest du irgendwie den Ball zu mir gebracht, hättest du Schiedsrichter Vorteil abpfiffen und du hättest Freistoß. Ja, aber ich habe gar nicht auf Schuss geklickt. Ich dachte, es wäre Freistoß. Das hast du wohl doch auf Schuss geklickt. Ach, fick doch einfach die Hände. Badstuber mit viel Einsatz, der hat komischerweise die gelbe Karte gekriegt, war grau. Das war ein gerade Foul. In der Situation. Und ich würde sagen, Italien mit den besseren Chancen. Balotelli direkt auf der Tor drauf, der Hammer. Gut, ich würde gerne wechseln. Ich habe mehr Ballbesitzer dazu. Es kommt nicht oft vor, das kann ich garantieren. Gomez gefällt mir nicht wirklich, der geht raus, dafür kommt Miroslav Klose und Reus kommt für Müller oder Özil. Ich würde sagen, für Özil, der ist jetzt nicht so überragend. Oh bislang. Ja, Reus im zentralen offensiven Mittelfeld. Jo. In FIFA ist alles möglich. In FIFA ja, aber in echt nein. Also Klose und Reus kommen rein, Özil und Gomez verlassen den Platz. Das wird's niemals, wird's den Wechsel Reus rein, Gomez, Özil raus in der Halbzeit. Okay, man könnte Götze ins Offensive tun, aber ich denke, in FIFA ist echt wurscht. Er wird Özil niemals raus tun, der Löw. Das kann sein. So, mit Abstand. Obwohl ich sage, er wird Fuche. Oh, Reus, Reus, da hat er direkt seinen Einwechsel. Ja, verdient gemacht, hätte er Löw recht gegeben. Also in dem Fall hier Jose Florino, ne, wie heißt ich? Jose, Sir Alex Florian. Sir Alex Florian recht gegeben, aber nein. Auch er hadert mit der Chancenverwertung. Hummels, Abate. Oh, was für eine Kläraktion. Klärt den Ball artistisch. Okay, artistisch war es nicht, der ist halt direkt in. Doch, war schon artistisch, wenn er den Ball nicht trifft, sieht er alt aus. Puh, steht keiner da. Badstuhl. Der Hammer. Raus auf Lahm. Bislang Deutschland besser in die zweite Hälfte gestartet, weil Italien noch nicht die Chance hatte anzugreifen. So einfach kann man das sagen. Ja. Schweinsteiger mit der schwere Klose gestanden. Aber Machiso hält er seinen Kopf hin. Sehr gut. Somit gemacht. Eckball für Deutschland. Ich fände es echt interessant, wenn es jetzt Elfmeterschießen gehen würde. Klose. Klose. Gut gemacht, Herr Italiener. Obwohl, ist Klose jetzt so gut in Distanzschüssen? Glaube ich es nicht. Ich auch nicht. Reus. Schlechter Pass von Reus. Alter, der Hammer. Wie sie alle meine Spieler umhauen. Was heißt alle? Ich habe jetzt ein taktisches Foul gemacht, damit du nicht durchgehst. Ja, guck. Klose. Die Fans auf meiner Seite stehen. Oh, guck mal, von Cassano schlecht gemacht von Hummels. Cassano! Ja. Der Ball kam nicht mal aufs Tor, also kein Problem für Neuer. Der war knapp am Tor vorbei. Auf jeden Fall knapp am Tor vorbei. Jetzt wieder Italien im Angriff, aber da kommt bislang nicht sehr viel Gutes dabei raus. Ja, gut gemacht auf Italien. Oh, auch diesmal das schnell deutsche Spiel wird schnell verhindert durch die durch das italienische Mittelfeld, das echt richtig früh angreift und mir da teilweise richtig gute Probleme macht, weil halt auch die wichtigen Anspielstationen verdeckt werden, so wie hier Reus und ja. Machen das die Italiener, also die machst du das richtig gut da mit der Manndeckung oder? Na, da war. Keine Ahnung, was für eine Deckung du da spielst. Gar keine Manndeckung. Jetzt vielleicht schnell. Oh, De Rossi, einen kleinen Tick zu spät. Was machen die? Wo passen die hin, die Assis? Ich drücke doch deutlich in die Richtung, wo ich den Ball hin haben will. Müller. Schlechte Flanke, da sitzt sie wieder! Sammy Khedira Klose, der trifft den Ball nicht, der haut den Ball nicht rein. Da denkt sie sicher, ich bin bei Lazio rum, ich muss die Italiener unterstützen. Ja, ja. Und er trifft den Ball nicht richtig. Oder er trifft ihn schon richtig, aber macht ihn nicht rein. Jetzt Reus. Allein gegen italienische Abwehr. Reus. Reus macht das Weltklasse. Das dürft. Elfmeter kein Elfmeter geben. Warum kein denn? Elfmeter. Ich hab doch gar nicht auf Kretsch. Elfmeter gesehen. Ich hab doch gar nicht auf Kretsch gedrückt. Nein, da spielt er sich neu voll von hinten frei. Ey, da haben wir den Spieler. Guter Einsatz von Reus. Genau. Reus. Und da wird er
Fair-geblockt von Montolivio. Wenn du vergrätschen kannst, kann ich das auch. Reus ist bislang Weltklasse. Kedira. Alter Spülo. Eine richtig dramatische Partie. Jetzt Hummels. Einfach den Ball nach vorne und es gibt was. Abseits. Gibt es Abseits? Abseits, nein. What? Hand. Schwololo. Ja. Starker Freistoß. Da wollte ich gerade den Film wegklicken, war schon auf S, also auf Pass, habe ich da schon gedrückt auf meinem Joystick, ist ja gar nicht die Taste S. Und dann war ja gar kein Film da und dann war ich ja direkt auf Pass. Motolivio auf Abate. Reus, bislang ein Weltklasse-Spieler. Auch wenn jetzt gerade den Ball verloren hat, aber nein, das war ein Foul. Von Abate. Aber jetzt sind die Italiener alle mal hier. Dan echt vielleicht gar nicht spielen kann, genauso wie die Rosi, beide anscheinend angeschlagen, aber ich gehe davon aus. Wird so ähnlich sein wie bei Schweinsteiger vorher rumtrellern. Ja, ihm geht's nicht so top, aber am Ende wird er dann trotzdem spielen. Pass auf Klose! Buffon, der kennt ihn ja von der Liga. Hält den Ball perfekt. Klose ist nicht so überzeugend in der Liga, fand ich. Auch wenn er von der deutschen Presse da hochgelobt wird. Ich finde, er hat nicht wirklich guten Fußball gespielt in Italien. Ah, da kommt er hin, aber nein, mein Einwurf. Was machen Hummels da? Da bin ich aber schöne. Es gibt gerade was Hummels da veranstaltet. Badstuber gegen Barzagli. Balotelli bislang auch noch nicht so im Spiel. Alter, der Hammer. Balotelli. Oh, kein Problem von Neuer. Da war der Ball zu schwach geschossen und es riecht nach Verlängerung. Es riecht nach Verlängerung bei Klassiker Deutschland gegen Italien. Deutschland konnte ja noch nie in einem offiziellen Spiel, in einem Pflichtspiel gegen Italien gewinnen. Ball von Müller. Laut unseren Tipps wird das auch diesmal nicht passieren, aber ich bin mal gespannt auf Donnerstag, was das dann da abgehen wird. Ich bin schon auf heute Abend gespannt, was da abgehen wird. Ja, heute Abend Spanien gegen Portugal. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, auf wen ich jetzt wirklich tippen soll. War die Tendenz eigentlich bis gestern noch eigentlich so, habe ich gedacht, ja, tippst du auf Spanien, aber mittlerweile denke ich, Spanien, bin mir nur ganz so sicher. Muss mir heute Abend nochmal richtig gut überlegen, auf wen ich dann endgültig tippe. Obwohl ich eigentlich sagen kann, meinen Platz habe ich glaube ich sicher. Und du hast deinen ersten Platz eigentlich auch sicher. Ja, wenn Deutschland Weltmeister wird, auf jeden Fall. Ich habe ja bei Weltmeister auf Italien getippt, weil ich mir gedacht habe, ja, auf Deutschland haben eh schon alle getippt. Ja! Barzagli! Und die Last Minute Italiener, wie 2006, jetzt hier. Nur 2006 war es in der Verlängerung, da kommt Kedira, schaut zu, Neuer macht auch nichts. Kedira geht nicht mal zum Ball, wenn man das hier richtig sieht. Kopfball, Goal! Da schleicht sich Barzagli Weltklasse um Kedira rum und lässt Kedira da keine Chance. Und jetzt vielleicht Last Minute Deutschland. Jetzt braucht Deutschland ein Tor und das sieht nicht gut aus. Balotelli! Oh, genau, genau! So, genau! Last Minute Italien hat zugeschlagen, genauso wie 2006. Damals in der 119. und der 120. Minute. Damals Grosso ebenfalls ein Abwehrspieler und danach Alessandro Del Piero. Aber es hat sich in der Verlängerung so bis in der Nachspielzeit war Italien eigentlich nur noch an deinem 16er. Ja, in der Nachspielzeit hat sich das so ein bisschen angezeichnet, dass Italien so ein Duseltor schießt. Hat ein individueller Fehler von Kedira hier das Deutsche ausbesiegelt. Das unglücklich war, weil Deutschland besser war. Besser jetzt nicht, die haben auch die Chancen nicht reingemacht, ich denke. Eine Verlängerung wäre schon gerecht gewesen, in mancher Sicht. Und Reus nur 5,9. Ja, was? Mein bester Spieler ist Baccio mit 6,9, nee, mit 8,4. Hummels. Oh ne, Hummer. Der beste Spieler spielt das Spiel. Schelini und Barzagli nur mit 7,9. Auch Balzaretti mit keiner guten Bewertung. Und ja, man hat gesehen, es wird ein spannendes Spiel werden. Am Donnerstag gehe ich mal davon aus. Vielleicht am Ende wird es vielleicht sogar ähnlich so ausgehen wie hier. Ja. Ja, Fouls 2-3 für Italien. Da habe ich auch gewonnen. Ja, aber immerhin, Ballbesitz hatte ich wie immer mehr als du. Ja, in der zweiten Halbzeit vor allem. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich, also aus eurer Sicht jetzt ein paar Wunschpartien sein, aus unserer Sicht das Finale in Kiew. Vielleicht Deutschland gegen Italien, einer von Deutschland gegen Italien, gegen Spanien oder Portugal. Wird auf jeden Fall richtig spannend, wir freuen uns richtig drauf auf das Finale. Bis dahin. Man wird es sehen. Bleibt dabei, Leute. Ciao, macht's gut.